Okay, haltet euch fest. Dieses Haus, was wir uns jetzt gemeinsam mit euch anschauen werden, kostet 24 Millionen Dollar. Was geht ab, Team Harrison? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Du mal den Didi raus. Als allererstes müssen wir deine wunderschöne Haare zeigen. Okay. Wie süß sieht sie aus? Und deine neue Handtasche, gell? Ja, wunderschön siehst du aus. Was heute passiert, ihr habt es ja eh schon gelesen, aber wir hätten uns das selbst in den kühnsten Träumen nicht erträumt. Ihr wisst, was ich meine. Es wird einfach krass heute. Wir haben ja vor kurzem schon mal ein Video gedreht, wo wir Häuser in Los Angeles angeguckt haben. Und die haben alles so 8 Millionen Euro gekostet. Und an diesem Tag haben wir einen Kontakt bekommen und gehen heute, legen da nochmal eine Schippe drauf. Ungefähr, wir verdreifachen das Ganze jetzt mal. Ja, wir machen uns wieder auf den Weg und weil das letzte Video einfach so gut bei euch angekommen ist, also nicht nur uns hat es mega viel Spaß gemacht, sondern auch euch, werden wir die Kamera nochmal mitnehmen und euch zeigen, was heute passieren wird. Oh ja. Wir hatten gerade noch einen kurzen Zwischenstopp in Beverly Hills, weil die Mädels ein Fotoshooting machen wollten. Ja, du auch, Fräulein? Und jetzt geht's zur Hausbesichtigung. Ich weiß noch nicht, welches Haus uns erwartet, weil wir haben ja den Kontakt, wie Sarah schon gesagt hat. Und der hat uns heute 2 oder 3 Häuser rausgesucht. Und wir lassen uns jetzt eigentlich einfach mal überraschen. Also wir sind jetzt angekommen beim Objekt Nummer 1. Wir wissen noch nicht, was uns genau erwartet oder wie viel es kostet. Aber die Infos, die kommen gleich. Also das ist das erste Haus. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt so sieht, weil die Sonne so krass scheint. Aber dieses Haus kostet... Haltet euch fest, 10 Millionen kostet es, also richtig krass. Schon ein bisschen mehr wie die anderen Häuser und ich bin auch schon gespannt, wie es drinnen aussieht. Hier ist jetzt der Eingang. Die Garage gefällt mir schon mal, hier könnten ein paar Autos reinpassen. Und schau mal, ich finde auch den Boden hier, also nur mal so, also irgendwie schon richtig stylisch. Mega. Was aber auch geil ist, muss man ehrlich gleich von außen sagen, diese dunklen Wände. Gell? Ja. Also finde ich mega schön. Statt so ein bisschen Inspiration für unseren Hausbau, irgendwann mal können wir schon hernehmen. Ja, zum Glück nehmen wir das alles mit Kamera auf. Das war jetzt nicht ganz krass, aber krass machen wir das. So, wir laufen jetzt erstmal rein. Hier sind 2 Schlafzimmer. Hier einmal eins. Das ist immer so krass, wie typisch das hier ist. In jedem Schlafzimmer eigenes Bad, eigenes Ankleidezimmer. Das ist so ganz normal, ganz Standard hier, ne? Okay, aber das ist ein kleines Ankleidezimmer. Ja, ganz ehrlich, vielleicht ist es auch einfach nur das Gästezimmer. Ich glaube nämlich auch. Weil es geht ja auch nach vorne raus und so, aber es ist... Oder Männchenzimmer. Oder Männchenzimmer. Und ich glaube, da drüben ist nochmal ein ähnliches oder das gleiche. Genau. Das sind so kleine Schlafzimmer, aber richtig süß gemacht. Okay, und jetzt gehen wir in den Hauptraum. Krass, oder? Okay. Oh mein Gott. Hier ist der Esszimmertisch. Okay, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich filme jetzt einfach mal. Ja, und mal wieder sind wir sprachlos. Wie krass ist das? Einfach diese wunderschöne Küche. Es ist aber viel, 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 viel zu groß. Und hier ist nochmal so eine Lounge. Also so eine Art Wohnzimmer. Und jetzt haltet euch fest, diese Aussicht. Hier ist einfach der Pool. Und zieh mal ein, oder? Ja. Oh, was sind geplant? Die Tüten sind minimalistisch. Nein, es ist so. Mia? Ja, wow. Ist schön? Ja. Ja. Hier ist Wasser, gell? Das ist das Master Bedroom. Ja. Hier Kamin, Fernseher, eine Lounge. Okay, und hier ist einfach ein Billardtisch und eine Grillstelle. Schatz, können wir bitte ab heute sparen? Ab heute? Ja. Wir sparen schon die ganze Zeit. Nicht genug. Carina, wir stellen dich ein als Nanny. Ja, gerne. Dann habe ich dich auch die ganze Zeit bei mir. Ich weiß. Oh, ist das nicht schön. Was wir feiern, ist das extrem offene.
Mia macht's. Ja, Mia wird sofort so in den Pool springen. Check. Sarah hat irgendwas gefunden gerade. Okay, die haben uns gesagt, dass es noch viel größer ist, das Haus. Und wir noch viele Dinge gar nicht gesehen haben. Oh, wow. Oh mein Gott, Karina. Was ist los? Warum? Oh mein Gott, okay. Nein. Okay, ciao, komm her. Ich gehe. Aber was für ein Kleiderschrank? Ein normaler Kleiderschrank. That's the baddest thing that you can do. Genau so traurig das ist. Oh mein Gott. Okay, ciao. Ja. For her, yes. Yeah. Oh my God. We need two more for the baby and for me. This is all Sarah and this is Dominic. Yep. Oh mein Gott. Ja, und da drüben ist nochmal ein Raum. Den haben wir auch noch gar nicht gesehen. Schatz, sowas brauchen wir auch irgendwann mal. Zwar ein bisschen kleiner, aber... Okay. Okay, ciao. Alter. Ja, aber das ist mein Hobbyraum. Das ist mein Hobbyraum. Alter. Das ist so schön. Es ist einfach nur verrückt, zum wirklich. Verlieben, ehrlich. Naja, an solche Open-House-Sonntage könnte ich mich gewöhnen, wirklich. Ich finde, es ist einfach so... Inspirierend. Ja, ja. Voll. Ja, und wir fahren jetzt direkt zum nächsten Haus. Welches das sein wird, wissen wir noch nicht genau, aber wir zeigen es euch eh gleich. Was sagt ihr eigentlich gerade zu dem Haus? Ciao. Ich habe bei meiner Bank schon angerufen, aber leider vergebens. Heute ist Sonntag. Ich werde, glaube ich, mein Knacks-Sparkonto knacken. Da zahle ich seit meinem dritten Lebensjahr immer Geld an. Und das werde ich wohl jetzt dieses kleine Schweinchen mit dem Hammer zerschlagen. Und hoffen, dass da 10 Mille rauskommen. Da ist noch D-Mark drin. Nochmal Privacy. Wir sind angekommen. Und das ist, glaube ich, das Haus. Dann schauen wir uns dieses schöne Häuschen mal an. Also die Aussicht ist schon mal sehr verrückt. Schaut euch das mal an. Ich hoffe, das sieht man an der Kamera, aber man kann wirklich alles sehen, bis da hinten hin. Mir fällt gerade nichts mehr ein. Wir sind jetzt wieder im Auto und wir durften in diesem Haus leider nicht filmen. Es war trotzdem wunderschön. Also was in diesem Haus richtig verrückt war, war diese Aussicht. Und diese Aussicht hatte man wirklich von jedem Zimmer und es war schon so ein gewisser Flair. Also war echt toll, das Haus anzuschauen. Und dieses Haus würde jetzt 6,5 Millionen kosten mit den ganzen Möbeln und das sind richtig kranke und Möbel Kunststücken. Drin. Ja. Wir machen jetzt einen kleinen Break, wir gehen was essen und dann haben wir vor, noch eine Immobilie heute anzuschauen. Wir sind jetzt zum Essen angekommen. Wir sind übrigens mal wieder bei Panda Express. Ja, und wirklich das Essen ist super simpel und lecker. Und im Verhältnis zu anderen Restaurants günstig. Wo sind eigentlich deine Zöpfe hin? Wo sich Mama so viel Mühe gegeben hat heute. Schatz, das ist gesund. Ja, aber du magst es lieber und ich klomme das Fleisch dran. Hey, Schatz, nein, das ist nicht fair. Ich will natürlich mein Fleisch zurück. Hallo? Nein. Doch. Ganz liebe Grüße gehen heute an Kimberly Timplin. Ganz liebe Grüße von uns an dich. Wenn du auch gegrüßt werden möchtest, ganz einfach und wichtig, Kanal abonnieren und unten kommentieren mit Hashtag Team Harrison. So, und jetzt müsst ihr Augen aufmachen. Ja, denn jetzt wird es richtig, richtig verrückt. Wir haben ein Haus gefunden, was wir uns jetzt anschauen, was einfach alles sprengt. Übertrifft. Und jetzt haltet euch. Sagen wir den Preis? Ja. Okay, haltet euch fest. Dieses Haus, was wir uns jetzt gemeinsam mit euch anschauen werden, kostet 24 Millionen Dollar. Oh mein Gott! Ich glaube, das... Scheiße, das war mein Handy. Wir sind angekommen. Also, ich habe ganz kurz... Der Parkplatz hat schon eine bessere Aussicht wie manche anderen Häuser. Echt? Ja. So, wir haben jetzt hier geparkt.
Und ich zeige euch jetzt mal die Aussicht vom Parkplatz. Ja, ich glaube, ich würde im Auto sitzen bleiben und immer mir einfach die Aussicht anschauen. So, Prinzessin schläft, die kriegt schon wieder das krasseste Haus nicht mit. Ja, und das ist das Haus, wo wir jetzt reingehen. Ich bin so gespannt, wie das gleich drinnen ausschaut. Okay, also die Couch taugt mir schon mal nicht. Das ist schon mal ein Grund, dieses Haus nicht zu kaufen. Hier ein Essbereich, genau. Wir zeigen es euch jetzt einfach. Okay. Okay, hier hat man auch eine richtig, richtig schöne Aussicht. Oh mein Gott. Das sind alles Scheiben hier im Pool. Das heißt, von unten würde man nach oben gucken können. Das heißt, wenn ich da drinnen schwimmen würde, nackig, könnte der Dommi unten zuschauen. Ich könnte auch zuschauen, wenn sie nicht nackig schwimmt. Ich weiß nicht, warum die das jetzt gesagt hat. Ja, so sieht es von außen aus. Es ist riesig, 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 riesig. Ich finde, man sieht schon voll, dass es voll das gesellige Haus ist, wo man Freunde und so einlädt, weil da so voll viel Chill-Areas sind. Hier hast du jetzt einen kleinen Backyard. Ein Jacuzzi, ey. Also bei 24 Millionen hätte ich jetzt schon echt einen Rasen erwartet. Das ist einfach Kunstrasen, gell? Das ist mir so egal, der ist wahrscheinlich beheizt. Ja, und das hier ist die Riesenküche in diesem Haus. Schon alles sehr, sehr modern. Und der Boden ist hier was ganz Besonderes, haben die erzählt. Aber ich weiß nicht mehr was, weil ich mich nicht auskenne. Wir gehen jetzt runter. Ich schwöre, wenn ich trinken würde, ich würde da knallhart dagegen laufen. Das ist alles komplett so Zickzackscheibe. Das habe ich auch noch nicht gesehen. So tschüt, 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 tschüt. Ein Fitnessraum. Da könnten wir dann natürlich noch mehr Fitnessgeräte hinstellen, Schatz. Das wäre nämlich zu wenig. Ja, und hier ist auch eine Chill-Out-Area. Ich glaube, hier geht es in den Raum, Schatz. Hier, wo man den Pool sieht. Okay. Es ist einfach ein Kino. Hier ist dann, glaube ich, so ein kleiner Weinkeller. Oder Sekt oder Champagner oder Schnapskeller. Master Bedroom. Ja, das ist Master Bedroom. Holy shit. Schau mal die Decke an. Okay. What the hell? Ist das krass. Wow. Und schau, hier läuft der Fernseher sogar. Oh mein Gott. Wow. Okay, warte, was ist das? Ist das der Fernseher? Okay. Ich bin hier oben so vor ganz Los Angeles, ey. Where's your closet? Okay, yeah. That's much better as the other one. What about you? Ja, yeah. Also hier ist nochmal das Ankleidezimmer vom Master Bedroom. Und dann hast du einfach das hier. Hier tust du dein Gesicht waschen. What's your faucet? Da kommt Wasser raus. Hier kommt Wasser raus. Ja. Das ist funny. Dann kannst du hier morgens deinen Tag starten. Schau mal da links. Mach mal an. Mach mal an. Ja. Carina, das war vor jetzt nur das Männerbadezimmer und nur die Männerankleide. Und hier kommt die Frauenseite. Kommen Sie rein, hier rein spaziert. Oh mein Gott. Hör auf, hau ab. Was? Hey. Das ist nicht dein Ernst. Nee, da kann ich jetzt jedes Hotel, was ich gesehen habe, einstellen. Einfach ciao. Ja. Und ganz kurz, dreh dich mal um. Wow. Oh mein Gott, das ist einfach nur... Das ist verrückt. Achso, hier kann man noch rausgehen. Ja. Kleine Terrasse. Kleine Terrasse. Ah, also ziemlich klein. Mal wieder minimalistisch gehalten. Wie viel Leben müssen wir jetzt sparen? 40 Leben? 80 Leben? Sarah weint einfach gleich.
Wir sind aber heute alle. Ganz ehrlich, das ist eine andere Welt. Ja, klar. Aber Welt. Es ist interessant, das einfach mal zu zeigen, finde ich. Übrigens, das Haus kostet 26 Millionen. Wir sind wieder in der Realität, in der Tiefgarage von unserem Zuhause. Ja. Nee. War schon verrückt heute. Ich stotter die ganze Zeit, weil ich weiß, was ich sagen soll. Ja, auf jeden Fall war es wieder sehr cool, sowas zu sehen. Es ist Inspiration vom anderen Stern. Es ist eine geile Erfahrung gewesen, mal, wie gesagt, so ein Haus von innen sehen zu allein schon, weil man, wann hat man die Möglichkeit, so ein Haus zu sehen? Allein deswegen haben wir gesagt, wir gehen da und schauen das an. Was ich übrigens noch sagen wollte, ihr müsst unbedingt in den Kommentaren mal schreiben, ob ihr ein Video haben wollt, mal mit preiswerteren Immobilien. Dann gucken wir die nächsten Wochen, ob wir noch normale, günstigere Häuser haben. Schauen wir mal, was wir finden. Also kommentiert mal. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Kommentar und ein Abonnement. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Tschüss!